Wir machen mit dem schönen Titel Baldur's Gate weiter, wo ich am Anfang schon sage, wir werden am 9. kein Baldur's Gate spielen. Da spielen wir um 20 Uhr abends Atlas Fallen. Am 9. Und am 10. kommt das raus. Ich habe schon länger Zugang zur Presseversion, habe ein bisschen damit mich beschäftigt. Und dann werden wir da einen Abend, Nacht mit verbringen. I. Das ist ja nochmal ein arkanes Geschütz. Ne, dann müsst ihr eine Rast machen. Shadow, du bist schon länger hier. Du weißt ganz genau, wie oft ich streame. Danke, Nobby, für deinen Sub. Warum ist mir jetzt plötzlich so warm? I promised I'd be back. Das war aber schnell. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Halsin erwähnte, dass diese Larve durch Magie verändert wurde. Yes. Halsin is correct. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Woher wisst ihr so viel über diese Larven? I have kept a careful watch on the movements of the cult. Though the Absolute's aims are not yet clear to me, its methods are. These parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Also, wer seid ihr? It's complicated. But I'm an adventurer. Just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Moment, was soll ich tun? The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down.
You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Welcome back. So. Naja, das Blutjagd-Amulett wäre eigentlich eine Quest gewesen. Die ist aber leicht verbuggt. Das hat mich nicht getriggert bei mir. Ist aber nicht so schlimm. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. 100% schafft man eh nicht in einem Durchlauf. Was einfach damit zu tun hat, es ist riesig und es gibt zu viele unterschiedliche Wege und du verbaust dir automatisch irgendwelche Wege, wenn du dich für bestimmte Sachen beziehungsweise entscheidest. So, geht mal auseinander. Schön, ich mach dich mal unsichtbar. Very, very quiet. Not a sound. Verdammt. Also war es noch schnell genug. Kannst dich nicht verstecken. Hast du nicht noch Pfeile? Time to die. Mutilate them. Ja, so geht das schon mal nicht. Seine Aufgabe erfüllt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das früher gelöst habe. Wahrscheinlich hatte ich einen Blitzzauber und habe dann auf Distanz die erledigt. Nee, du musst dir das nicht knacken. Hier ist ein Hebel. Es ist einfach so viel Inventar. Es ist,
was wollte ich machen? Genau, bei ihm. Ich wollte die Tränke auch mal hier unten reinmachen. At least things have stayed interesting. If not over, then through. Boah, weiß nicht, das Ding hier mit der dem komischen Röhrenkonstrukt draußen. Was man bearbeiten musste. Spürst die Magie der Kiste und da sind nur Pfannenwender und Teller drin. Magical lights. But how to turn them on? Mein Gott. Did that just transform? Das überwältigende Gefühl, dass an dieser Kiste nichts Besonderes ist. Ich glaube, das, was ich da rausgenommen habe, hat sich verwandelt in andere Sachen. Mystras Gnade, Federfall, Schutz vor Bösen, Goldbarren, Herzlichtbombe, bade einen Nahenbereich in Licht und eine Magierrüstung als Schriftrolle. Danke Vanurak, Vanurok für dein Prime-Sub, vielen Dank. Seems like the owner was quite the literary type. Wow, das ist natürlich eine super Information. Runter. Guten Abend, Rasputin im Chat. Sieht so aus, wenn es noch eine Etage runtergeht.
es gibt einfach so viel zum Einsammeln. Wobei solche Sachen ja, kann ich halt direkt umwandeln. Schon haben wir gemacht, das Spiel. Da ich eine Xbox habe, vergnüge ich mich mit DOS 2. Divinity Origins 2. Bis BG3 rauskommt. Die Malten ist bestimmt nicht böse. Dass die Xbox-Version jetzt erst später rauskommt. PC Game Master Race. Runter. Viele Löcher im Spiel. Nicht nur meinen Gefährtinnen. Dum dum dum. Surbluten. Vielleicht brauche ich die, um die Maschinen in Gang zu setzen. Magical lights. But how to turn them on? Kannst das auch versuchen. Don't touch me. Aber leider bist du für sowas zu schlecht. Should be easy. Wenn man nur Magier dabei hat, können wir wenigstens den Zauberklopfklopf noch mit reinnehmen. Dann kannst du das auf magischen Weg öffnen. Ich glaube jedenfalls, dass der Name Klopfklopf war. Oder da wärst du durchs Loch reingekommen. Eine Abhandlung über die Susurblüte, die magische Eigenschaft von Susurbäumen. Ah nee, stimmt gar nicht. Doch Susurblüten werden noch lange debattiert. Interessant ist aber nicht nur die Fähigkeit, antimagische Auren zu erzeugen, die sogar gespürt werden können, wenn keine Einstimmung auf das Gewebe vorliegt, sondern auch und vor allem die Möglichkeit, aus Wurzeln, Rinde und Blüten magische Gegenstände herzustellen. Wer in der Oberwelt lebt, sollte nun hellhörig werden. In Siedlungen bei Zughänden In Siedlungen bei Zugängen zum Unterreich gibt es bisweilen Gerüchte über solche Objekte. Tatsächlich bestätigt werden konnte deren Existenz von unserer Klerikern oder anderen angesehenen Gelehrten bisher jedoch nicht. Ich habe immer gemutmaßt, dass diese Objekte mehr als nur Legenden sind. Und wirklich, in dieser Abhandlung werde ich erläutern, wie ich selbst Gegenstände mit antimagischen Eigenschaften sowie solche erzeugt habe, die die Magieabsorption von Susurblüten als Energiequelle nutzen. Auf den folgenden Seiten zu Linien gezogen, als hätte. Wurden Linien gezogen, als hätte der Autor sie noch beschreiben wollen. Doch der Rest des dünnen Buches ist leer. Ich habe das brennende Haus besucht. Wir haben gestern einiges fertig gemacht aus der Akt 1 Geschichte.
der Magierturm sollte eigentlich das letzte sein in dem Gebiet jetzt gerade in der Unterwelt. Beziehungsweise der zerfallende Turm. It's mine now. Nein, das ist nicht Akt 2. Das ist noch Akt 1. Hier scheint eine geheime Wand zu sein. Guten Abend, Mo. Der Turm erstrahlt in altem Glanz. Gedanken wahrnehmen als Kette. Ich glaube, wir müssen im Early Access haben wir es damals nicht richtig, also beziehungsweise haben wir es nicht abgeschlossen, den Turm. Ich habe da, glaube ich, irgendwie geistig gehangen zwischendurch. Damals. Aber jetzt fand ich das sehr logisch, dass man im Keller halt da die Blüte einsetzt. Wenn man ein Buch liest, dass der aus antimagischen Blüten halt Kram herstellen wollte. So, die Etage kennen wir. Die auch, aber es gibt noch eine höhere. Not just a world to explore. I never cared for spyglasses. Watching things from afar is hardly fun. Arkane Kunde und Religion plus 1. Das Richtige für meinen Charakter. Strangely low for a button. Strangely useless too. Ja, ich esse selbst Löwenanteil, das ist korrekt. Yes. Handgeschriebener Brief. Liebste Leonore, ich weiß nicht, ob ich es schreiben soll, aber euer letzter Brief hat mir große Sorgen bereitet. Warum bei allen Höllen solltest du ein Landheil zähmen, nur weil ihr eine bei Myonas Grab gefunden habt? Ist das noch lange kein Zeichen? Ich mache mir wirklich große Sorgen um euch. Lenore, ein Landheil ist kein harmloses Haustier. Ihn als Wachtier zu nutzen ist die eine Sache, aber ihr scheint von ihm sehr angetan zu sein. Ich weiß, dass ihr nicht zurückkommen wollt, ehe ihr eure Forschung abgeschlossen habt.
Aber wenn ihr euch allein fühlt, steht euch meine Tür stets offen. In Liebe, Amirit. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr den Herbstkrokus an Mirans Grab gepflanzt habt. Ich weiß noch, wie sie gern darin herumgetrollt ist, obwohl sie danach immer niesen musste. Sie war so ein lieber, treuer Hund. Ich wünschte, ich könnte noch mehr tun. I suppose. Oh, enough waiting. This disc is embellished with Tirsu script. But every glyph is bent or mirrored, every symbol disordered. I can make no sense of it. Wait. The Gavash taught us how to decipher the ancient texts. Let me think. Ah, I see the pattern. The writings are fables. No, beyond fables. Heresies. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Geish shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlakith seized the empire against the mother's wishes. But Gith had nurtured a son. Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. All of it drivel. Gith declared Vlakith Queen of the Empire, and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Geich. Okay, nett, dass sie das alles entschlüsseln kann. Das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht. Bücherhaufen, in dem keine Bücher sind. Let's go. Ach so, damit hätten wir das entziffern können, ohne dass sie das macht. Also wenn man sie nicht in der Gruppe hat, könnte man damit das auch entziffern. Das wollte ich sagen. New sounds to the ambient like a pressure break. Is it the foul? That foul contemptuous heel. You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Crowd of love for me, not love for blood and seal.
Of course, my love. Don't be afraid, sweet girl. What can I do? Would you like a hug? Come here. For just a moment. His arms are too tight and too low for a comfortable hug, as if he's meant to be embracing someone slightly shorter. Remember, you are loved, Lenore, so much. You're doing great. And everyone will be so proud of you. As I already am. Free hug moment. Quickly then. Ich weiß, damals habe ich sie getötet. Okay. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the Tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Ihr habt denselben Traum wie ich. Beziehungsweise auch einen Beschützer, der sie im Traum besprochen hat. Der Beschützer, der Wächter, kann ja auch die Larve sein, die versucht, unterbewusst mit mir zu reden. Ist ein LP von Starfield geplant. Also da ich ja auch Fallout alles gespielt habe und so weiter und so fort, denke ich mal, dass ich in Starfield reingucken werde. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Kurz in die Überlieferung reingeguckt.
strange place for a button. Especially one that doesn't work. Bisschen schwer. Ich dachte, dahinter könnte ja vielleicht ein Schalter sein. So, wir haben ein Buch über den verschollenen Prinz Orpheus gelesen. Vlakis soll nicht die wahre Königin der Githanki sein. Prinz Orpheus hingegen der wahre Erbe. Und das ist alles, was wir wissen. Ach, Will ist weg aus der Gruppe, okay. Stimmt ja. Ich habe mich gerade gewundert, müssen wir nicht mehr retten? Ja, geht ja nicht, weil Will ja gegangen ist. Wir sind ihm ein bisschen zu böse. Warum auch immer. Ich glaube nicht, dass Starfield unspielbar sein wird auf dem Markt. Ich glaube, die sind schon relativ fertig damit. Kann es sein, dass jeder Gefährte eine eigene Questline hat? Jeder Gefährte hat seine eigene Geschichte. Das ist genauso wie bei Mass Effect früher im zweiten Teil. Das wird eigentlich in fast allen CRPGs gemacht. Okay, die Tür ist offen nach unten. Keiner mag den Vampir komischerweise. Eigentlich. Stab des Arkan Segen. Segnen und umwerfen macht er jeder. Mythras Segen. Segen gewährt dann zusätzlich 1W4 zu Rettungswürfen und normalen Angriffswürfen. Sowie zusätzlich 2W4 zu Zauberangriffswürfen. Über Tod und Auferstehung. Eltria kann nicht geschockt werden. Tage von Dehast. Eines Klerikern von Mystra, die die magischen Eigenschaften des Unterreichs studiert. Der letzte Eintrag liegt etwa 10 Jahre zurück. Nein, als der Vampir mit mir schlafen wollte, habe ich nur mit einer anderen Person geschlafen. Deshalb habe ich nicht mit dem Papier korpuliert.
Basiliskenöl, Öl und Versteinerung. Mein Gott. Da habe ich so viele Bücherregale gar nicht mehr angeklickt später, weil es einfach viel zu viel wäre, jedes zu durchsuchen. Ich hasse das, du klickst 10 leere Fässer an, aber im 11. sind 3 Schriftrollen. Was soll ich dem Magier-Zauberer für ein magisches Artefakt geben? Er hat doch lauter Artefakte. Aber warum kann ich denn von hier aus zum obersten Stockwerk? Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich mir zeigen? Mein dunkles Ich, mein Herz entriss. Leuchtfeuer. Leere Blätter sind alles, was ich von euch noch habe. Ein letztes Geschenk, eine letzte gedankenlose Gabe. Ist jeder Text ein Geschenk? In jedem Wesen leuchtet ein Licht, das kriecht nach oben in hartem Bestreben. Ja. Er ist so weit mitgekommen.
Okay, an sich alle Schadensarten sind halbiert. Strike hard, strike fast. Naja, fast. Nochmal getroffen, da sind schon nicht mehr aus dem Gleichgewicht. Nur mich die ganze Zeit an. Der Schenkelschuss gegen ihn funktioniert sogar. Beste Schützen.
Tut mir leid. Wir werden dich auch wieder beleben. Irgendwann. Another step forward. There's blood in the air. Oh nein, ich hab dich in die Säure gestellt. Ich muss sagen, irgendwie ist der ganz schön heftig, der ganze Trupp hier oben. Warum seid ihr jetzt beide da unten erledigt? Ich wollte mich doch alle nur verarschen. Okay, gegen die Startsteinladung scheint das nichts zu bringen. Ich dachte, wäre eine gute Idee, Wasser auf den zu schmeißen. Kann nicht wiederbelebt werden.
Danke, Jabba, fürs Folgen. Bisherweise sind gegen nekrotischen Schaden nicht immun. Aber es war ein richtig schlechter Angriff. Wenn du den triffst, macht der Schaden auf dich zurück und ich wurde verbrutzelt. Ich glaube, das ist wirklich eine Stelle, die müssen wir nochmal machen. Ich muss ja nicht gegen ihn kämpfen, aber ich bin ja insgesamt tot. Ich gehe mich ja beinahe. Ich habe gegen ihn gekämpft, weil ich es konnte.
Speichern wir nochmal. So, kein Stress. Let's have a little fun. Stay focused. Emotion. Achso, das ist Schutz. Gut, verflucht mit Angriffsnachteil. Reicht nicht, aber ist auch schon mal okay. Oh, Bernard hat sich nicht elektrifiziert. Also nicht der Trick in dem Kampf ist, Bernard runterzuschubsen durchs Fenster. Zu schwer zum Stoßen. Der Trick ist nicht zu sterben. Schützt mich, nekrotische Geister. Ah ne, ich habe jetzt die mit den Hellschutz gemacht. Nein, die Konzentration ist vom einen auf anderen. Boah, kann man wirklich nur einen Zauber konzentrieren? Oder war irgendwas anderes denn? Dank fürs Folgen, Bodhi. Tschüss!
Du bist dabei gestorben, aber du hast es geschafft. Und darum geht's doch nur. Dann halt gegen den. This will do nicely. Can't give up. Not now. Have to keep going. Take you. Guten Abend, Pre-Warp Dude. War mir klar, dass er immun ist gegen Verängstigen, aber naja. Nein, das Gift. Warum sieht das Gift aus wie... Lass dich nicht täuschen, dieser Trank schadet und hilft nicht. Der sieht genauso aus wie ein Heiltrank. Danke, Pirazzo, für ein Stufe 1 Sub. Namen Chainsaw. Make way. Wir machen eh gleich eine kleine Rast. Licht der Schöpfung. Chance auf Betäuben des Anwenders, sofern es nicht um ein Konstrukt handelt. Ach so. Wenn man selbst kein Konstrukt ist, dann kann man damit, kann man sich selbst betäuben aus Versehen. Wenn sich das überlädt. Direkt im ersten Versuch geschafft, genau. Habe ich auch so gesehen. Ich glaube, hier ist nichts sonst.
Das Loch hier ist das Loch, was nach draußen geführt hat. Da ist der Hebel für die Tür. Sonst scheint hier nichts zu sein. Bleibt die letzte Frage, wo ist das Nachtlied? Sonst gibt es nichts mehr. Ach, Rasputin. Das ist so ein nicht hilfreicher Satz, dass ich ihn überhaupt nicht unter... Dazu kann man einfach nichts sagen. Und du meinst den König hier unterirdisch und mit dem haben wir uns befasst. Was ist euch zugestoßen? Through backpack. Too light. Fell. Hat ihr Verbündete dabei? Worked alone. Better that way. Wie konntet ihr fallen, weil ihr einen Rucksack geworfen habt? Mushrooms. Disappear. Guest house. Fandry. Was habt ihr gesucht? The spell's power. War nicht so wichtig, er hat nur gesagt, dass Pilze verschwunden sind beim Hochklettern. Das ist dasselbe Problem haben wir ja auch gehabt. Thank you.
Ach, wisst ihr, was es ist? Das ist die Höhle bei der Vettel. Das wäre wahrscheinlich ein anderer Weg gewesen, um in den Untergrund zu kommen. Ich weiß nicht, ob mir das damals schon aufgefallen war. Ja, ich bin mir sicher. Weil ich den Altar erkannt habe, wo die Tränke standen. Als ganz linker Raum. Dann wird da nämlich auch nicht irgendwas Besonderes sein. Dann gehen wir jetzt rüber zum Drugerlager hier unten. Another scrying eye. Same as the goblins had. Someone's watching. Weil das hier ist ja auch noch Unterreich. These drow are a statement. It's not like Dwerger to be so bold. Still breathing, despite everything. Was habt ihr hier gemacht? Threat to Baldur's Gate. Jahira's orders. Jahira? Can't say I know the name. Was ist euch zugestoßen? Nee. Na doch. Gott! Interrogate! Nein! Dwerger Cultist. True Souls Command. Wo sind eure Wertsachen? None. Es hat sich nicht gelohnt. Last Light. The spell's power. Should mind my step. Is locked. The corpse does not. Red-eyed bastard. Hey, wait a second. Absolute must have took you in. Wer hat denn die Drow hier zum Trocknen aufgehangen? Me? Who else? My spiders sussed them out of hiding, then near taught them a thing or two, and I let them fly. Wo ist der Drow hergekommen? Caught them sniffing around. Easy marks. Had the stench of the Toplands. Hung them here as a warning. Ain't no one drooks with Clan Flameshade. I'll cut you, spider spawn. Ich hab ihn nur beschimpft. Ready or not? Ich bin einfach so böse und aggressiv unterwegs. Voll übertrieben, dass ich ihn wehrt, nur weil ich ihn beleidigt habe. My name be
Das heißt Murmart. Was erwartest du von so jemandem? Ja, da ist meine Bonusaktion weg. Hat sich ja gelohnt. Alles EP. Haarwuchstonikum. Flasche mit zähflüssigem Sud, darauf steht Eigentum von Murmart. Finger weg. Mein Dreier noch mal auffüllen. My faith will guide me. There's no time to waste. Don't waste a step. They're starting to rot. You got a brain of your own. Use it. Unless you're here to kick some stiffs lakeside, Ja, klappt gut mit der Kamera. Ich hoffe, ihr durchsucht sie zuerst. You gotta be kidding. These trash don't have nothing on them but rocks. Rocks. Gorkin, lend a hand or get gone. Some of us don't have time. Best keep your hands, dear. Hello? They. Ja, ich beobachte euch noch immer. Klappt gut. Ich hab's wieder geschafft. Witzigerweise scheint das größte Problem in Baldur's Gate das Interface zu sein. Was sich gerne mal in manchen Situationen aufhängt. Dass Dialogzeile irgendwie weitergezogen wird. Oder was hatten wir denn schon alles? Oh!
Interface komplett weg ist ja auch schon häufiger gewesen. Deshalb. Vielleicht hätten sie es doch releasen sollen mit der PS5-Version gleichzeitig, um noch solche Fehler auszumerzen. Düdüdüd. Wenigstens habe ich jetzt nochmal eine Chance, die Leichen zu untersuchen. Got a brain of your own. Hells. Use it. Mark can see me now. Let's sure here to kick. Rocks. War ja kein Absturz. You spot a shiny trinket on one of the corpses. Mach das hier fertig. Mach das schon mal auf dem Weg zu den anderen. Thank the Absolute. They're all yours. Absolute. Deep gnomes. Killed under the yoke of slavers. Keine Läden auf der Fugenebene. Ich sollte mal in eure Taschen schauen. Unsichtbarkeitsring. Das ist ausgerüstet. Ach, plötzlich geht das mit Ringen. Dunkelzwerge. What now? Let's crack it open. Also ich verhalte mich total normal. Let's move. Ah, a nightfall feast. Though I'm not sure it should be quite so ripe. To break bread in Shah's name? Then spill blood. Das ist alles aus Silber. A sacred rite. Certainly.
Lagervorräte. Ich habe so viel Lagervorräte. Deshalb ist Konstantin auch so schwer beladen. Was könnte ein Blick wert sein? Jetzt sehe ich den Knopf. Also, was ich so tun hätte, wäre in die andere Richtung. Aber wenn eine Geheimtür sich vor dir auftut, geh durch. Looks like an ambush. Nicht genug Stärke. Du hast aber genug Stärke. Without delay. How delicious. Galeerte. Hiebresistenz, Blitzresistenz. Okay, höher hüpfen kannst du von da aus nicht. No time to waste. Das ist nur 50% des Schadens. Weniger Hiebresistenz und die explodieren bestimmt oder sowas. Catch my breath. Boah, was stehst du denn da noch rum? Ja, weil ich mit dir auf den Tisch gehüpft bin und du gehst da nicht runter. But to keep going. Vierzehn.
Ekelhaft. Ich benutze den Vampir-Schurken auf Fernkampf, weil der im hinterhältigen Angriff sehr viel Schaden macht. Und halt gut mit Sachen, also mit Bogen umgehen kann, weil man kann Schurke auch mit Bogen spielen. Survival is all that matters. Über die Säure springen. Schön. Vlakis will be done. Watch your back. In denen ist so alles drin, was sie fressen. It's been a long day. I'll need to rest soon. This way. To my pocket. Rope and gear. Someone was feeling adventurous. I'm ready. Whatever it takes. Keep a blade close. Danke, Xala, fürs Folgen. Könnt alles schaffen, was ihr wollt. Und jetzt Bundesjugendspiele. Let feast the eyes of the faithful. Know your goddess. Know her command. Easy. Was für euch kompliziert scheint, ist für mich easy. Man hätte auch einfach außen rum gehen können. Tür ist fake. Tür hat keinen Nutzen. Kannst außen rumlaufen. Oh, da vorne ist jemand. A little souvenir. Karte der Grimmschmiede, handgemalt, doch sehr detailliert. Interessante Orte sind mit einem schwarzen X markiert, nur zwei sind rot angekreist. Einer in jedem Stockwerk der Festung. Im oberen Kreis steht versteckt, der untere Kreis ist als Rauchpulvervorrat gekennzeichnet.
It is, as they say, empty. Hold it! I swear to Iron Hand. One more step and I'll blow us to chunks! An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder. Chuck! The gnome's well and truly mad. Shut your mouth, Hoon, or I'll shut you down. Seid nicht dumm, überlegt doch mal, ihr könnt nirgends hin. That's the point, genius. Better to die in this shit heap than rot in Moonrise. You want me? Come get me. Aufrichtig lächeln und die Hand ausstrecken. Lass deinen Charme spielen. Don't do this. Don't pretend you give a shit about me. Shit. I can't do it. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you cult nutters suffer. Ich bringe euch nirgends hin, ihr könnt gehen. Well, aren't you sweet? I'm not stupid, you know. No such thing in Grimforge as kind hearts. Spit out what you want, and let's be done with it. Wie wäre es mit etwas von diesem Rauchpulver? You want to barter with rune powder? Look, you have no idea what you're dealing with. Any true Iron Hand would trade their life for a grain of this stuff. It's the whole damn reason we're here, and I'm not leaving without it. But let me go. Maybe I'll spare you a vial. Das ist wie der Händler. Eisenhand-Rudenpulver. Also der Händler bei Leben des Bryans. Was? Umsonst? Dieses schöne Rauchpulver umsonst? Seht euch mal diese Flasche an. Die ist locker 50 Schilling wert. Vague notions of rumor and myth. Nothing solid. Da müssen wir mit meinem Schaub-Char vorne stehen. Der kann das besser. Abgemacht. Guten Abend, Saya. I go where there's shit to stir. And there's no shortage of options. I'm getting gone. You ought to do the same. Ich denke, das Rudenpulver wäre eigentlich dafür da, um den einen Typen zu befreien. Oh, enough waiting. I crave blood. So der das Test aufklappen immer von den Sachen. Let's have a look. Kann ja eine Quest dabei aufploppen. Tolles Bett. Just
Brauche ich die Tafelfragmente? Nee, eigentlich alles, was ich brauche, wird auch irgendwie dieses Orange markiert, deshalb. Mich hat es nur gewundert, dass sie das Versteck hier namentlich erwähnt haben. So, zurück zur Schmiede. Reinforcements, huh? Wir werden ewig durchhalten. Whoever built it, they've let it rot for ages. Are you killing history itself? This again? Yes, this again. How peculiar. Smooth face, cobbled edges. They're a sign. They must be. Clown makeup. A sun dweller in these parts. Look here, my topside friend. I need fresh eyes. And I doubt I'll find fresher. Na gut, was soll ich mir anschauen? The rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. What brought it down, you think? Falscher Charakter. What luck? Look here, Hoon. I seek fresh eyes. Get the rock. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. Die Statue auf Technik und Komposition untersuchen. The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Anything standing out? Trümmer untersuchen. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor, many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. What do you think? Ach, so nicht wahr. Ne, wenn, dann will ich schon die 100%. Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge. Incredible. An entire history risen from dirt and debris. Picture it. An ancient city, hewn from the stone by disciples of Shah, later abandoned. Untold centuries later, a new tribe revives it. Fresh walls, fresh sculptures, until a great hell beast charges through, toppling the walls and crushing the people. Ah, that explains the infernal plate I found. Perhaps you might have use of it. But my work has only begun. There is more still to find. I must get to it. Well, let's see what you've got. Oh, infernalische Legierung.
Schriftrolle Steinhaut. Was? So teuer soll sowas sein? Dann warte ich lieber, dass du stirbst. Aus unerklärlichen Gründen. Haben wir als Amulett. Die Fiole, die aussieht wie ein Heiltrank, aber in Wahrheit Gift ist, habe ich gar nicht hier so angezeigt. Ah doch, da, verdächtiges Gift. Obwohl, keine Ahnung, vielleicht kann man die irgendwo mal einsetzen. Schriftrollen haben eh kaum Gewicht, die muss ich nicht verkaufen. Silber, was ich eingesammelt hatte. ...309, die Handarmbrust kann weg, die Fackel kann weg. Tank der sprechenden Tiere brauche ich nicht. Verbündet darf höchstens mittelgroß sein. Danke, Trapwalker, für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Der kann weg. So, jetzt haben wir dir all dein Geld genommen. Let's hold them. History is carved. I'll give you one thing. You've got a keen eye. Even sharks have their uses. Moving in. Nein, wir sind immer noch nicht in Kapitel 2. Wir sind immer noch Unterreich. Wir sind aber im Unterreich in der Feste, wo du mit dem Schiff hingehst. The Rothay grunt softly at each other. Small lights flash about their heads in quick, erratic patterns. Look where city. Tired. Sleep. Rest, little one. But do not take long. I feel his shadow. I heard his name whispered. The rock shivers from the sound. The Ketherick Thorm. Ketherick Thorm, a familiar name. Halsin mentioned his stronghold deep underground. Meinst du Ketherick Thorm, den Kommandanten der dunklen Justizare? Mighty elf, cloaked in darkness. 10 masters ago,
and 10 more. But I remember. There was the work and the blood. There was the Thorm's army. There was the Hellbeast that broke them. The Ketherick Thorm's name faded into stone until the Nier came. Beeindruckendes Gedächtnis, wie alt bist du? I outlived my mother and her mother's mother and many mothers beyond. Blessed to see many live, cursed to see many die. Es ist lange her, was hat Nere mit Ketherick zu tun? I know not. So I say not. Yet I hear his name again, said by the shadows. Bace Hellenturn kann seine Armee denn vernichtet haben? I saw tusks and flesh, smelled fire and eggs. It came with the Mask Men, crashing. And smashing. An sich faule Eier hat er gerochen, also Schwefelgeruch. Oh, are those two still talking? Eine dunkle Justizar-Rüstung, aber schon skelettiert. Bewirkt 1 bis 4 nekrotischen Schaden bei Angreifern, die den Träger mit Nahkampfwaffen treffen, solange er von Schatten verschleiert ist. Hey, das ist das, was ich schon gesagt habe. Justicia uniforms. These were Shah worshippers. The same as me. Ihre Mörder haben sich mit einer mächtigen Göttin angelegt. Powerful enough to take her own revenge, I'm sure. No need for us to get involved. Solange er von Schatten verschleiert ist, was soll das bedeuten, dass wir im Dunkeln stehen? Schöne Rüstung. Ja, ich weiß nicht. Can't give up now. One day I'll catch a break. Ja, 2 Punkte Rüstungsklasse sind halt viel, aber Rüstung ist halt schön. Oh, this is far too-
too nice to be Dwegar made. I know this design. Shah's faithful wield crossbows like these. Okay, da haben wir erkannt, dass die besser ist. 18 Meter Reichweite. Und keine Handarmbrust, wie zuerst falsch identifiziert wurde. My faith protects me. Careful, I might. I wish to live in more interesting times. Have to keep going. Ich weiß, ich schaue mich wieder zu viel um. Nein! Au. Warum gehe ich nicht einfach runter wie die anderen? Moment, hat er nicht getauscht? Du musst einen schärfen. Der echte Blitzi-Funkel-Wand. Blitzaura, Klassenaktion. Verbraucht drei Blitzladungen, entfesse einen elektrischen Stoß, der Gegner in der Nähe Schaden zufügt und sie durchrüttelt. Ja, aber dafür muss ich ja auch andere Sachen anziehen, die Blitzladungen erzeugen. Nein, nicht wieder runtergehen. Wollte nur schon mal wechseln, damit er hier nochmal einen Trank nehmen kann. Die guten alten Sandaletten. So, an dieser Stelle machen wir aber auf YouTube einen kleinen Break, weil ich auf Toilette muss. Und dann gehen wir. Was haben wir denn hier? Rede mit den Kommandanten. Ja, das sind die Informationsgeschichten. Rauchpulvervorrat, Reise durch das Untere, erreiche die Türme. Kannst du mir erzählen, dass wir hier schon in die Grimmschmiede kommen? Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen zum Angucken.